Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und witzigerweise bin ich passend dazu angezogen. Ich habe nämlich hier die Pink Box und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was hier drin ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Pink Box ist eine Beauty Box, die monatlich erscheint, die ab 13,45, je nachdem welche Abo-Variante du wählst, kostet. Und wir haben ein Design, was mir sehr bekannt vorkommt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch gerade ein bisschen verwirrt. Ich würde sagen, wir gucken gleich mal, was da so drin ist. Und da ich die in der Kooperation zugeschickt bekomme, darf ich auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Ja, Interstellar, das ist ein Motto, das wir letztes Jahr hatten. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt aus Versehen nochmal die gleiche Box geschickt bekommen habe. Wir hatten neben der Box in diesem Karton liegen, ja moin Sammy, ach so, da hinten sind Leckerlis für dich. Aha, eine Zeitschrift und zwar kostet die normalerweise 4,90 Euro, Eat Smarter. Unsere gesündeste Diät aller Zeiten, ja ne, Corona-Funde sind auf den Hüften, da macht das vielleicht Sinn. Kochzeitschrift bei der Pinkbox finde ich eigentlich auch ganz nice. Also ich gucke mir gerne solche Bilder an von irgendwelchen leckeren Sachen und so und ziehe mir Rezepte rein, um mir halt so Ideen zu holen. Finde ich ganz nice. Ich persönlich denke mir, naja, wir haben hier halt eine Beautybox, da finde ich es halt cooler, wenn wir dann auch tatsächlich, ja, Müsli bekommt jetzt ein Jam, ne? Wenn wir tatsächlich da auch eine Beauty-Zeitschrift mit dabei haben. Wir hatten schon mal die Guido mit drin, wir hatten schon mal die Brigitte-Zeitschrift mit dabei, die Couch-Zeitschrift, okay, die ist halt ein bisschen mehr so auf Einrichtung oder so gemacht, ne, aber ja, gut, Food kann man sich auch gönnen, manchmal haben wir auch Lebensmittel, also Essen oder Trinken, so ein Snack oder ein kleines Getränk in der Box mit drin und es ist halt immer ganz nice, im Deckel steht drin, du bist schön und das finde ich einfach lieb. Ich mag es, wenn eine Box mich schon direkt mit einem Kompliment begrüßt. Feier ich, Leute, das ist toll. Ja, wir haben hier ein Seidenschleifchen und dieses Seidenschleifchen hält das Seidenpapier zusammen und das Seidenpapier wird mit einem Klebi verschlossen. Mache ich mal das Seidenschleifchen auf und rieche aber erst dran. Nö, ich habe so keinen Duft in die Nase bekommen. Ich versuche diesen Klebi immer vorsichtig zu öffnen, denn diese Boxen verwende ich immer wieder weiter und packe euch da entsprechend Beauty-Pakete, ne? Wenn ich jetzt individuell zusammengestellte Beauty-Pakete zum Beispiel verlose, kommt das in solchen Boxen dahin. Okay, 9. Geburtstag ist hier das Motto, ne? Da müssen wir gleich mal reinschauen. Und hier haben wir dann den ersten Blick in die Box und ich bin gerade sehr glücklich. Das ist nicht, nee, das sind keine Produkte. Ach, die habe ich schon mal gesehen, aber es ist nicht jetzt irgendwie nochmal die Interstellar-Box, ne? Das wollte ich damit sagen. So, ja, dann schauen wir mal. Hallo Pink Lady, damit sind wir immer gemeint und die Pink Box enthält eigentlich eher so Produkte Richtung Drogerie, also halt auch in dem Sinne bezahlbare Produkte, die man sich, wenn sie einem gefallen, halt nochmal nachkaufen kann. Zugegeben, besonders viel zu feiern gab es in letzter Zeit nicht. Das wollen wir ändern, denn die Pink Box feiert ihren 9. Geburtstag. Happy Birthday! 9 Jahre gibt es die schon, ne? Wusstet ihr das? Ich hätte es wissen müssen, weil ich wahrscheinlich die zum 8-Jährigen und 7-Jährigen auch schon ausgepackt habe und mich einfach nicht daran erinnern konnte. Wir möchten zusammen mit dir die letzten Jahre Revue passieren lassen. Deswegen kommt deine Pinkbox dieses Mal in einem unserer vergangenen Lieblingsdesigns. Okay, jetzt haben wir es gerafft, ne? Lass alles stehen und liegen, setz dein Partyhütchen auf, blas ein paar Luftballons auf, schenk dir ein Glas Sekt ein und tauche ein in die bunte Produktwelt deiner Box. Übrigens, auf Seite 10 und 11 findest du leckere Rezeptideen für süße Naschereien. Wir wünschen dir viel Freude beim Auspacken und Testen deiner Beauty-Highlights, dein Pinkbox-Team. Okay, was wollt ihr denn für Rezepte? Oh, Macarons. Mmh. Oh, lecker. Habe ich noch nie hingekriegt, ne? Mmh, Sammy Macarons. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Entschuldigung. Ich schweife ab. Okay, wir haben hier als allererstes etwas drin. Das ist eine Karte. Hä? With love inside. Versendest du die Karte, wie du deine Überraschung hinzufügst. QR-Code scannen und App herunterladen, Überraschung hochladen, Karte testen und versenden. Bist du der Empfänger? 3 Möglichkeiten, den QR-Code zu scannen. Handykamera öffnen. Okay, ich gucke mir jetzt den QR-Code an. Handy. Sammy, wo ist mein Handy? Nicht in diesem Raum. Läuft. Das ist nicht mal top vorbereitet, oder? Ich
hol mal eben mein Handy. Ja, Freundin, kommt ja schon. Ich muss ja nur eben mein Handy holen. Da geht ja nicht so ruckzuck. Samson. So, übrigens hier mein Outfit of the Day. Läuft. So, Handy ist am Start. Und dann muss ich jetzt einfach mal den QR-Code abscannen, der sich hier unten drunter verbirgt. Das heißt, ich öffne meine Kamera. Das ist, ich könnte ein Selfie machen. Yay! Ne? Okay. So, dann stellt die scharf. Dann tippe ich hier drauf. Dann öffnet sie den Web, die Website wird geöffnet. Memtel. Deine Grußkarte einrichten. App öffnen. Muss ich jetzt eine App dafür runterladen? Nein, ich kann es downloaden, oder? So. Nee. Memtel. Ja gut, ich muss jetzt erstmal eine App installieren. Die nennt sich Memtel. Keine Ahnung, was das ist. Ist es sinnvoll, Apps zu installieren, die man einfach so hier angezeigt bekommt? Eigentlich nicht. Aber ich vertraue der Pinkbox da schon, ne? Dass die mir jetzt hier keine Verrücktheit andrehen. Öffnen. Nur notwendige Daten. Weiter. You can select. Hä? Hä? Irgendwas kann man mit Bildern machen, die kann man schön bearbeiten. Also hier wird irgendwie so ein Tutorial abgespielt. Ich bin da noch nicht so ganz intuit, muss ich gestehen. Was macht die denn da jetzt? Du kannst eine Slideshow damit machen. Okay, jetzt gucke ich aber ins Heftchen und frage das Heftchen, was das soll, weil das verstehe ich nicht. Memtel Cards. Das persönlichste Geschenk, das du je versendet hast. Gänsehaut garantiert. Mit der Memtel-App erstellst du eine emotionale Slideshow mit gemeinsamen Erinnerungen und verlinkst sie ganz einfach als 3D-Video mit der Love Inside Memtel-Card. Deine Liebsten werden diese Überraschung nicht vergessen. QR-Code in der Karte scannen, mit der Memtel-App Slideshow erstellen, eine handgeschriebene Grußkarte mit den schönsten Momenten versenden. Okay, also das würde normalerweise 5,95 Euro kosten, wenn man so eine Slideshow erstellt. Ja, okay, okay. Also könnte ich jetzt damit eine Slideshow erstellen. Also das steht hier, ne? Du kannst irgendwie ein Video machen oder eine Slideshow erstellen. Ja, oder ein Video hochladen. Das habe ich noch nicht ganz gerafft, muss ich gestehen. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich komme nie wieder raus. Hilfe! Hallo? So komme ich raus, okay. Habe ich jetzt geschlossen, ich habe es nicht gerafft. Bin ich jetzt nicht so Fan von, dass man sich irgendwas runterladen muss, um halt was zu bekommen. Ne? Also, ja, eine Karte ist da auch mit dabei. Kannst du theoretisch auch verschenken. Ja, kann man machen. Dann habe ich hier etwas drin und das ist Hair Apology Intensive Care Power Shots. 15-mal Leave-In Capsules von Lee Stafford. Okay, das sind so Haarkur-Geschichten oder Haaröl? Sammy, was ist das? Irgendwas für die Haare auf jeden Fall. Also es ist so abgebildet wie so Kapseln. Ich versuche jetzt mal Klebi aufzumachen. Sieht auf jeden Fall sehr stylisch und hochwertig aus. Ich weiß jetzt nicht, was es kosten soll. Aber allein, dass es halt so ein Showfenster und sowas hat, erinnert mich auch an so Gesichtsviecher. Ne? Also so Gesichts Kapseln, Gesicht kann man ja kaufen von Balea und von, hast du nicht gesehen, Diadermin und sowas bietet das an. Hier sieht man das auch nochmal. Da sind so einzelne Dinger drin. Und dann kannst du dir einen so einen Powershot nehmen. Und das dann mache ich jetzt nicht, weil ich gehe gleich duschen und dann werden meine Haare auch gewaschen. Warum habe ich hier Styropor drin? Warum? Egal. Und das sind dann hier so kleine Prömpel. Die fühlen sich sehr witzig an, muss ich sagen. Und dann kann man einfach hier das Köpfchen abmachen und dann hat man hier unten so einen Tropfen und das kann man sich dann in die Hände geben, erwärmen und dann in die Haarlängen wahrscheinlich anarbeiten. So verwende ich Haaröl und das ist dann für 15 Anwendungen. Sollst du nicht essen? Do not ingest, glaube ich. Heißt nicht essen oder so. Okay. Deutsch. Leave-In-Pflegekapseln für stark beanspruchtes und geschädigtes Haar.
Drehen Sie den Verschluss der Kapsel ab und geben Sie das reichhaltige Serum auf die Handflächen, bevor Sie es von der Mitte bis in die Spitzen ins Handtuch trockener Haar einarbeiten. Einfach an der Luft trocknen lassen oder föhnen. Die Intensive Care Power Shots sind ideal für die intensive Leave-In-Haarpflege. Sorgen Sie für fantastisch aussehendes Haar. Vorsicht, nicht einnehmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Kann ich mir vorstellen, weil das fühlt sich toll an. Das sieht auch ein bisschen spielzeugmäßig aus. Finde ich aber cool. Also ich verwende auch immer, nachdem ich duschen war, irgendein Leave-In-Produkt, ne, dass meine Haare halt ja, repariert werden oder so und dass sie halt Glanz bekommen. Finde ich schön. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Produkt, was ich mag. Also doch, das feiere ich auch, wo wir beim Geburtstagsthema sind. Dann habe ich hier noch ein Produkt von Bilou und das ist Slushy Apple. Ein pflegender Cremeschaum, also quasi ja so Body Lotion-mäßig, ne? Nach dem Duschen machst du dir das dann drauf. Und das ist mit Apfel. Ich meine, viele beschweren sich ja immer, dass es zu süß riecht. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass der Apfel nicht so süß riecht. Nee, das riecht... Oh. Fast schon wie ein Putzmittel. Also, ich bin ja ein Fan von den sehr süßen Düften von Bilou. Das heißt, dieses hier wird nicht bei mir bleiben. Das wird weiter wandern, weil mir das tatsächlich sogar zu fruchtig, zu säuerlich ist. Es passt jetzt in die Frühlingszeit und es ist auch ganz cool. Aber für mich zu cool. So cool bin ich nicht. Aber nice, dass es mit drin ist. Ich glaube echt, dass es eine neue Sorte ist, weil die habe ich vorher noch nie irgendwo gesehen. Oh wow, hier ist noch so viel drin, Leute. Geil, das kommt alles in mein Fullface Beautyboxen mit rein, was ich dann drehen werde. Richtig cool. Von Miro haben wir ein Parfum, Rock On Eau de Parfum. Das gefällt mir. Und dann hast du so ein Pop-Up-Bild da drauf von so einer, ich glaube Pop-Art ist auch wirklich die Bezeichnung der Kunststilrichtung davon, ne? Doch, das feiere ich. Rock On. Ich als kleines ehemalige Punk-Girlchen. Ich feiere das wirklich hart. Das mag ich. Ich kriege das nur leider nicht so wirklich auf. Doch, doch, kriege ich schon. Ja, und auch Parfum kommt bei mir in meinen Full-Face Beauty-Boxen mit rein. Aber ich kann es mir ja mal aufsprühen und zu gucken, wie es halt so riecht. Ich mag auf jeden Fall, wie die Miro-Düfte ausschauen. Da habe ich auch schon das ein oder andere von da. Und, oh, das riecht jetzt schon intensiv, muss ich gestehen. Bevor ich es überhaupt gesprüht habe, ich weiß gar nicht, welche Duftrichtung das ist. Hm, riecht gut. Also, ohne es gesprüht zu haben. Mhm. Soll man auch nicht machen, Claudia. Nein, soll man nicht. Soll man nicht. Mache ich trotzdem. Das riecht wie ein Duft, den ich als Jugendliche getragen habe. Riecht nicht hochwertig, Leute. Riecht sehr süß. Verspielt. Es riecht überhaupt nicht nach Rock On. Also, es riecht nicht cool in dem Sinne. Es riecht eher so mädchenhaft verspielt. Das würde ich tatsächlich dazu sagen. Mädchenhaft verspielt, ja. Sehr, sehr mädchenhaft verspielt. Weiß nicht, was sind da die Duftrichtungen? Oh, wow. Diese Haarviecher kosten 28,99. Ihr habt es eben schon gesehen. Ich sehe es jetzt krass. Alternativ hätte man das Parfum Olala haben können. Okay. Rock On ist der fruchtige Girl Power Duft. Frisch und speziell verleiht er allen Frauen ein Gefühl von Kraft und Stärke. Die Kopfnote startet mit einem Cocktail aus Orange, Apfel und exotischen Früchten, gekrönt durch Ananas und Pfirsich sowie durch einen floralen Touch Magnolie. In der Herznote wirkt das Eau de Parfum energetisch und einzigartig. Warme Moschus und Himbeere, die Himbeere rieche ich gerade hardcore, verleihen dem Duft in der Basis eine angenehme Wärme. Es riecht schon krass geil, ne? Also, wie gesagt, es riecht nicht unbedingt wie ein super hochwertiges Parfum oder sowas. Es riecht halt so, weiß ich nicht, wenn ich im Sommer, wenn es Corona nicht mehr geben sollte, wenn ich im Sommer so einen geilen Grillabend mit meinen Freunden habe, ne? Mache ich mich auch richtig fancy fertig. Entweder, dass ich mir einfach so ein bisschen Boho-mäßig so einen langen Rock anziehe, ein chilliges Oberteil, Haare auf, dicke Kreolen rein oder so dicke Holzohrringe oder sowas, ne? Und dann so ein Duft drüber, das passt voll zu meinem Hippie-Style, den ich gerne so im Sommer trage. Es passt aber auch, doch ein Stück weit. Wenn wir Mädels mal wieder irgendwann in den Kopf kriegen, dass wir feiern gehen wollen, dann fliehen wir meistens aus unserer Region und fahren dann irgendwie weiter weg nach Hamburg oder sonst irgendwo hin. Und da wird dann eskaliert. Da kann ich mir das auch gut vorstellen, ne? Dass wenn man dann von Bar zu Bar hüpft oder tanzt oder wie auch immer, das passt schon. Ja, es kann ein guter Sommerduft von mir werden. Ne, Sammy, was meinst du? Ja, so, ich möchte ein Leckerli-Frauchen. Das ist das, was ich dazu meine.
Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Oh, guck mal, das sind 3 zusammen. Also, wenn das nicht war. Oh, Jackpot Sammy. Heimatschmaus ist das übrigens von Primox Snacker. Habe ich mir letztens gekauft. Oder ihm vor allem. Okay. Und dann habe ich hier etwas drin. Sammy, du musst aber ein bisschen weiter weggehen, weil Frauchen wollte jetzt gleich nach hinten rollen. Denn ich habe hier was gesehen, was ich schon habe. Ich glaube, ich habe das hier in meiner Schublade drin. Ja, aber da komme ich nur dran. Moment, Sammy. Den habe ich nämlich schon. Den muss ich nicht extra auspacken. Das heißt, der wird demnächst mal in eine Verlosung wandern. Wir haben hier von Face Zero einen Making Moves Blusher. Also ohne Scheiß jetzt. Die Pinkbox hat sich echt nicht lumpen lassen. Wirklich nicht. Alter. Den hatte ich schon mal, ne, letztens irgendwo in der Box mit drin. Der müsste sogar in meinem Full Face März Beauty Box noch drin sein. Das ist ein wunderschöner Ton, der so frisch ist, aber auch einen krassen Goldschimmer mit dabei hat. Der ist peachy und erinnert so ein bisschen natürlich auch an den Last Orgasm, an den Sleek Rose Gold Glow. Ne? Typischer Blushleiter, den man so immer mal wieder auch sieht und den man einfach, also ich als Glowy Girl und als Frischkram im Gesicht liebt. Das heißt, ich werde meinen mitnehmen in Full Face Beauty Boxen für April. Ne? Mein, der ja schon offen ist. Und den lasse ich dann einfach zu, weil das ist genau die gleiche Farbe, genau die gleiche Marke. Macht keinen Sinn. Ist aber sehr, sehr hochpreisig. Wow. So, dann habe ich hier etwas mit drin. Das ist witzig. Ich habe letztens erst einen Full Face Alverde gedreht und hatte davon einen Highlighter, den ich auch schon mal in der Beauty Box, glaube ich, drin hatte. Und ich glaube sogar auch in der Pink Box. Das ist dieses kleine Pöttchen gewesen. Den trage ich auch heute unter meinem, den ich jetzt auch noch drüber gegeben habe. Und da habe ich schon eine richtige coole drin. Den verwende ich sehr, sehr häufig, weil ich den echt lieb gewonnen habe. So, und Alverde hat mich auch mittlerweile dazu gebracht, dass ich Alverde mag. Hat Alverde gut gemacht, ne? Und jetzt haben wir hier etwas drin, und zwar einen Highlighter, den Rose Tinted Highlighter in der Farbe Rose Tinted Highlighter. Ist das nicht cool? Das finde ich wirklich schön, ne? Also, dass wir da einfach mal... Also, normalerweise hast du 5 Produkte in der Box und wir haben schon... Ja gut, diese Karte zählt als Produkt, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Das ist das 6. und wir haben dann gleich noch ein 7. Produkt hier drin. Das finde ich heftig. Ein kleines Füßchen. Und, ja, riecht frisch tatsächlich. Mhm. Schaut so aus, wenn man den halt ganz normal aufträgt, ohne ihn zu verblenden. Also, so intensiv würde ich den wahrscheinlich eher weniger auftragen. Und wenn man den verblendet, dann gibt der tatsächlich nur einen sehr, sehr zarten Glow. Das ist sehr natürlich. Man sieht ihn kaum noch, ne? Das ist natürlich schade. Aber sieht auf den ersten Blick... Da kann der was werden. Komm, wir probieren den auf jeden Fall auch in den Full Face Beauty Boxen mit aus. Wahnsinn. Und dann habe ich hier noch was drin, ebenfalls von Alverde. Den Matte Lipstick in der Farbe 16 Pure Peach. Das ist dieser hier. Und wir hatten öfters mal von Alverde auch solche Lippenstifte mit dabei. Das ist jetzt ein neuer. Den in matt vor allem, ne? Ich gucke gerade rüber zu meinen Lippenprodukten, aber ich dürfte den so... noch nicht da haben. Nee, einen Matt habe ich den nicht, glaube ich, oder? Tatsächlich habe ich den noch nicht da. Den swatche ich jetzt mal. Okay. Ist ein schönes Tönchen. Kannst jetzt so nichts zu sagen, ne? Komm, den mache ich jetzt auch mal direkt auf die Lippen drauf. Das ist schon... Ja, eine Farbe, ne? Hat der einen Geruch? Ja, der riecht peachy. Und durch diese Lippenstiftform lässt er sich toll auftragen. Brauchst jetzt so eigentlich auch keinen Lip Liner für. Und der macht halt, also der in Kombi mit dem Blush, der jetzt da ist, genau, mit dem Blush passt auf jeden Fall farblich zusammen. Mit dem Highlighter auch. Komm, den Blush kann ich jetzt aber auch noch, was soll's. Den trage ich auch noch on top. Ein Highlighter jetzt noch on top. Ich habe im Prinzip ja schon 2 auf dem Gesicht. Wir gucken einfach mal. So, ich habe jetzt hier einen Pinsel, den mache ich kurz mal sauber. Ist einer von Real Techniques. Dann trage ich mich hier mal den Blush auf. Ja, das mit dem, ne, der, ich packe jetzt ja on top, Leute. Der Glow war ja schon vorher da und ich hatte auch einen Blush schon drunter. Aber der ist schon schön. Also da können wir uns wirklich nicht beschweren. Den mag ich auch. Doch, doch.
Der gibt eine schöne Frische, der passt auch schön zum Lippenprodukt. Also da hat sich jemand wirklich hingesetzt und mal überlegt, welches Farbkonzept zusammenpasst. Wäre jetzt ein bisschen blöd und ich erzähle das und jemand anders hat eine andere Farbe drin, so ein Lila oder so. Aber Lila könnte auch passen. Egal, aber das ist schon scharfes Zeug, du. Muss ich sagen, 7 Produkte in einer Pinkbox, das ist allerhand. Also da bin ich glücklich gerade, muss ich sagen. Das finde ich schön. Das ist eine schöne Geburtstagsbox von der Pinkbox. Und ja, Happy Birthday auch nochmal von mir an dieser Stelle. Vielen Dank, liebes Pinkbox-Team. Das ist eine geile Box gewesen und ich denke, viele werden sich auch über diese Box freuen. Fing mit der Karte ein bisschen so an, aber es ging schon sehr, sehr geil weiter. Ne? Also die anderen 6 Produkte kann man gebrauchen, ne? Abgesehen ich von dem Bilou-Produkt, aber ich bin ja auch manchmal etwas blinig. Andere ärgern sich drüber, wenn die Cotton Candy oder sowas drin haben und ich feiere das hart. Keine Ahnung, ne? Ihr Lieben, das war's jetzt hier mit mir und dem Unboxing von der Pinkbox. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!